Hallo und willkommen zu meiner ICO-Vorstellung für MyM-Income. Das steht für My Minimal Income letzten Endes. In diesem Video werde ich Ihnen kurz zeigen oder vorstellen, worum es sich dabei handelt, was die Grundidee ist, wie sich My Minimal Income finanziert, wie Sie jetzt noch 4-5 Tage Zeit haben, um sich kostenlos Token zu verdienen mit dem Bounty-Programm und letzten Endes, wie man am ICO teilnimmt, beziehungsweise wie man die INC-Token gibt. Mehr Informationen findet man unter www.mymincome.io, außerdem auch im Bitcoin Talk Forum. Unten im Video finden Sie auch einen Link in der Beschreibung. Kommen wir erstmal zur Idee dahinter. Die Idee dahinter ist eine einfach zu nutzende globale Kryptowährung, die mit einem globalen Grundeinkommen kombiniert ist. Das Grundeinkommen wird für Investoren entweder im Staking mit 10% monatlich erzeugt oder aber mehr im Lending, allerdings mit einem geringen Risiko. Dazu komme ich gleich noch mehr, noch näher. Das Ganze läuft auf der Ethereum-Blockchain. Insgesamt werden 100 Millionen Tokens erzeugt, davon werden 60 Millionen im ICO weitergegeben. Der Preis reicht von 0,05 US-Dollar bis 10 US-Dollar Cent im ICO. Kommen wir ein bisschen näher zu dem, worum es eigentlich geht. Zum einen soll es einfache Peer-to-Peer-Zahlungen über Messenger ermöglichen. Außerdem Browser-Add-on zum direkten Zahlen innerhalb des Browsers in Online-Shops. Eine mobile App zum Bezahlen unterwegs. Das Ganze mit sehr geringen Transaktionsgebühren. 1,5%. Nee, 2%, Entschuldigung. Im Staking, also wenn man seine Coins in einem speziellen Wallet aufbewahrt, dann erhält man bis zu 10% monatlich Rendite. Das wird durch Arbitrage Trading erwirtschaftet. Im Lending stellt man sein Geld entweder einem anderen User oder einem Trading-Bot zur Verfügung und verdient damit 5% wöchentlich bzw. 20% monatlich. Dann gibt es noch den Kryptoindex. Hier wird das Geld in die 10 populärsten Kryptowährungen investiert und die Gewinne davon werden ausgezahlt. Zusätzlich kann man ein Jahreseinkommen gewinnen in der Lotterie. Da gibt es insgesamt 5000 Tickets. Sobald die verkauft sind, wird die Auslosung gemacht über YouTube. Und der Gewinner bekommt 12 Ethereum ausgezahlt, das über 12 Monate, also jeden Monat ein Ethereum. Das Ganze läuft automatisiert über einen Smart Contract, genauso wie das Staking, Lending und der Crypto Investing. So, finanzieren tut sich das Ganze über 1,5% Management Fee beim Investieren, 2% im Lending Programm und 5% beim Kauf eines Lotterietickets. Zusätzlich wird Arbitrage Trading betrieben, das heißt, werden Währungen an der einen Börse gekauft, bei der anderen verkauft, um einen direkten Gewinn zu machen. Das Ganze läuft über das X0 Network, über die X0 Blockchain, das heißt, es läuft ohne Gebühren ab. So, man sieht hier unter www.mymincome.io kann man hier das White Paper aufrufen. Hier kann man sich momentan noch Tokens verdienen, zum Beispiel mit Übersetzungen, Social Media, Aktivität im Bitcoin Talk Forum, Videos und Artikel. Wenn man der Telegram-Gruppe beitritt, erhält man auch schon 200 Token. Wie gesagt, hier kann man sich das White Paper nochmal angucken. Das ist hier auch nochmal offen. Hier ist das alles nochmal ganz genau erklärt. Leider nur auf Englisch bisher. Wie gesagt, es geht in erster Linie um eine einfache Payment, also Zahlungsvariante, die sowohl im Messenger, Facebook Messenger, Telegram und so weiter, als auch über das Browser-Plugin funktioniert. Außerdem wird es einen Marktplatz geben, wo man einmal Geld verleihen kann, wo man Geld auf dem Konto aufbewahren kann, um die 10% pro Monat zu verdienen, wo man aber auch Güter und so weiter kaufen kann. Dann gibt es den Investment Fund.
Und außerdem kann man, wie gesagt, Lotterietickets erwerben für 2 Dollar das Stück. Circa. Das variiert ein bisschen vom Ethereum-Preis, soweit ich weiß. Und kann dafür dann ein Einjahreseinkommen gewinnen, wenn man Glück hat. Finde ich eine ganz interessante Sache. Verglichen mit einer normalen Lotterie ist das am Ende der bessere Deal, schätze ich. Als Blockchain, wie gesagt, wird die Ethereum-Blockchain benutzt. Das Ganze läuft über ERC-20 Token. Die Idee ist, wie gesagt, eine anonyme Zahlvariante, die nicht unter der Kontrolle von irgendeiner Regierung steht. Hier sind die Preise. Der Presale, der startet in 5 Tagen. Da gibt es die Token für 5 Cent. Die gehen später auf 10 Cent hoch. Danach werden sie nochmal gehandelt. Teilnahme ist ganz einfach. Einfach oben auf Buy Tokens klicken, hier oben. Dann muss man Ethereum an die Adresse schicken. Nachdem man das gemacht hat, bekommt man die Token auf sein ERC20 Wallet und dann behält man sie am besten, um sein Geld zu verdienen. Hier kann man sich den Smart Contract angucken davon. Hier sieht man nochmal, im ICO werden 60% der Token vergeben. Für Staking sind 20 reserviert und so weiter. Die 5 kann man hier verdienen. Das Besondere ist, wie gesagt, das Browser-Plugin und vor allem der Social Messenger. Dass man also auch seinen Freunden mal schnell Geld schicken kann, wenn man Lust hat. Oder sammeln kann und so weiter. Hier ist ein Vergleich. Hier ist der Bitcoin-Anstieg im letzten Jahr, wenn man 100 Euro investiert hätte. Dollar, Entschuldigung. Hier ist der Vergleich, wenn man die gleichen 100 Dollar in den Krypto-Fund investiert hätte. Mit den 10 größten Kryptowährungen. Das Schöne ist, dass hier die Währungen, die nicht mehr gut laufen, rausfliegen und neue dazukommen. Das ist ein bisschen ähnlich wie der DAX zum Beispiel und bietet damit eine etwas höhere Sicherheit, weniger Risiko dadurch und letzten Endes auch ein höheres Gewinnpotenzial. Hier ist der Plan für die nächsten Tage. Wie gesagt, am 9. März beginnt das ICO. Das läuft dann insgesamt bis zum 25. Im April gibt es die erste 10% Ausschüttung. Im Mai wird die mobile App veröffentlicht. Außerdem werden die ersten Token zurückgekauft und verbrannt. Das sollte den Preis dann erhöhen, da die Anzahl der Tokens abnimmt. Hier ist der Start vom Messenger. Ab Juli wird es dann auf offiziellen Börsen gehandelt. Hier wird der Browser und die Landingplattform veröffentlicht im August und im September wird dann der Rest, der geplant ist, implementiert und die nächsten Pläne werden veröffentlicht. So ist jedenfalls der Plan. Wie gesagt, man kann sich jetzt Token verdienen. Insgesamt 5 Millionen Token. Das entspricht beim Verkaufspreis beim letzten 500.000 US-Dollar. Die kann man zum einen, wenn man sich die Telegram-Gruppe anschließt, erhält man schon die ersten 200. Dann kann man durch Übersetzungen, Social Media Marketing, im Bitcoin Talk Forum und durch das Schreiben von Artikeln oder das Machen von Videos noch welche verdienen. Hier findet man die Telegram-Gruppe, Twitter und Facebook. Hier sind nochmal FAQ, also Fragen beantwortet. Und hier kann man letzten Endes nochmal nachfragen, wenn man noch Fragen hat. Schauen wir uns kurz das Bitcoin Talk an. Im Grunde nochmal die gleiche Information. Hier sieht man nochmal genauer, wie man sich ein paar Token sichern kann. Zum Beispiel, indem man dem Forum hier aktiv ist und eine Signatur hinzufügt zu der Seite. Übersetzungen, Artikel schreiben, also bloggen und so weiter. Das ist hier nochmal alles genauer erklärt. Wer Interesse hat, der sollte sich das hier mal angucken.
Außerdem kann man hier natürlich Fragen stellen und auch lesen, was andere davon halten. Teilnehmer am ICO ist wie gesagt Ethereum-Wallet notwendig. Das ERC 20 kompatibel ist. Wer da noch keins hat, der kann MyEtherWallet nutzen. Das müsste da kompatibel sein. Am besten hier Geld einzahlen und von hier aus dann das Geld hier hinschicken. Dann kriegt man die Tokens direkt auf sein Wallet überwiesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Den Link findet man wie gesagt in der Beschreibung und bis zum nächsten Video.